Zunächst vielleicht zum Gepard. Der wird kommen, der wird geliefert werden. Wie ist da Ihre Position dazu? Sind Sie damit einverstanden? Sind Sie glücklich damit, wenn man dieses Wort überhaupt wählen kann in dieser aktuellen Situation? Ja, in so einer schweren Krise fällt das tatsächlich schwer. Aber es ist die richtige Entscheidung, auch der Bundesverteidigungsministerin an der Stelle. Und wir haben ja als FDP auf unserem Bundesparteitag gerade am Wochenende uns sehr klar positioniert, auch was die Lieferung sogenannter schwerer Waffen, also auch solcher Rüstungsgegenstände wie den Gepard betrifft, und haben klar gesagt, das sollten wir tun. Wir haben dann in der Ampel darüber gesprochen, uns auch dafür entschieden, jetzt liegt ein gemeinsamer Antrag für diese Sitzungswoche des Bundestages vor. Und jetzt handelt die Bundesregierung. Also insofern ist das eine richtige Entwicklung in diesen schwierigen Zeiten. Die Marder-Panzer, wie sind die jetzt zu bewerten? Ja, sehen Sie mir nach, dass ich es für falsch halte. Das versucht die Union ja immer wieder, über einzelne Rüstungssysteme sozusagen im Deutschen Bundestag zu diskutieren. Das muss am Ende die Bundesregierung im Einzelfall entscheiden. Aber klar ist die politische Richtung. Wir wollen, dass schwere Waffen geliefert werden, entweder über den sogenannten Ringtausch, das heißt mit osteuropäischen NATO-Partnern, die wir dann mit unserem Material unterstützen, die dann wiederum ihr militärisches Material an die Ukraine abgeben können, oder eben auch direkte Lieferungen. Beides tun wir bereits jetzt oder werden jetzt tun. Und insofern ist das die richtige Richtung. Und lassen Sie mich das noch sagen. Ich würde mich schon freuen, wenn die Union, die ja in die Diskussion mit eingestiegen ist und einen Antrag einbringen will, der, so wie Militärexperten es sagen, offensichtlich nicht auf der Höhe der Zeit ist. Wenn man es vielleicht hinbekommen könnte, hier ein gemeinsames Signal in dieser Sitzungswoche des Bundestages zu senden. Und insofern ist die Union eingeladen, ja, unserem Antrag auch beizutreten. Was sollte die Union jetzt machen? Beitreten, sagen Sie? Sollen Sie den Antrag vielleicht zurückziehen, den eigenen? Ist der jetzt obsolet geworden? Ja, das muss die Union am Ende politisch entscheiden. Da habe ich nicht reinzureden, das ist keine Frage. Aber der Antrag von der Union ursprünglich, der findet ja auch bei Experten keinen Widerhall. Das haben jetzt einige erklärt. Deswegen wäre es wirklich gut, wenn man sagt, wir machen ein gemeinsames Signal aus der politischen Mitte, aus der demokratischen Mitte des Deutschen Bundestages. Die Regierungsfraktion und die größte Oppositionsfraktion stehen in dieser Frage zusammen. Das sollten wir zum Ausdruck bringen. Und da ist jetzt Friedrich Merz aufgerufen, diesen Schritt zu tun. Aber warum haben Sie sich so vor sich hertreiben lassen? Friedrich Merz hat den Antrag angekündigt, er hat mächtig Druck gemacht, da haben Sie diskutiert. Und jetzt heißt es, wir bringen als Ampelkoalition einen Antrag ein. Warum musste er erst so weit kommen? Warum hat man so lange gebraucht dafür? Ja, also ich verstehe die Zurückhaltung des Bundeskanzlers. Das ist in den letzten Tagen ja immer wieder diskutiert worden. Er ist der Regierungschef und trägt ja eine ganz besondere, auch kommunikative Verantwortung. Politisch haben wir als FDP ja frühzeitig gesagt, dass wir für den Ringtausch sind, den ich vorhin erläutert habe, aber auch für die direkte Lieferung schwerer Waffen. Das haben wir politisch entschieden auf unserem Parteitag am Wochenende. Das wird jetzt auch der Deutsche Bundestag entscheiden. Und wir freuen uns, dass wir uns da mit den Ampelpartnern in dieser wichtigen Frage einig sind. Und nochmal, es wäre gut, wenn die ganze Mitte des demokratischen Hauses das auch mitträgt. Wie läuft denn die Zusammenarbeit ab in der Bundesregierung? Koalitionsfrieden. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses auf der einen Seite, Olaf Scholz auf der anderen Seite als Bundeskanzler. Da heißt es Hütchenspieler, dann heißt es Jungs und Mädels. Ist das in Ihrem Sinne? Also da wird jetzt medial viel aufgebauscht. Sehen Sie mir das nach. Und diese Frage Jungs und Mädels, das bezog sich aus meiner Sicht sehr eindeutig ja gegen die Oppositionsfraktion an der Stelle. Also das Bodenton von Friedrich Merz und seiner Partei in dieser Frage, ich glaube, das ist jetzt auch beendet. Ist mein Eindruck jedenfalls, das sollte die Union beenden, dass das der Bundeskanzler kritisiert. Das hat er zu Recht getan, ohne Namensnennung an der Stelle. Aber die Ampel ist sich in dieser Frage einig. Ich verstehe, dass mancher sagt, es sollte noch lauter sein in der Öffentlichkeit. Olaf Scholz ist da nachvollziehbarerweise kommunikativ zurückhaltender. Aber klar ist das politische Signal. Wir wollen die Ukraine in diesem Krieg unterstützen, eben auch mit militärischen Gütern. Und das tun wir.